Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Nähen mit Burda. Heute nehmen wir dieses stylische Kleid mit euch. Das Fertigschnittmuster 6055A inklusive Anleitung dazu findest du auf burdastyle.de. Wir haben uns bei diesem Empire-Stil-Kleid mit weitem Ausschnitt und leicht erhöhter Taille für einen frischen grünen Jersey-Stoff in Steppoptik entschieden, der dich auch an kälteren Tagen schön warm hält. Außerdem brauchst du farblich passendes Nähgarn, aufbügelbare Einlage, Gummiband, eine Sicherheitsnadel, Stecknadeln, eine Schneiderschere, ein Maßband, Schneiderkreide oder ein Kreidestift, einen Kugelschreiber, ein Lineal, ein Kopierrädchen und Kopierpapier. Für Jersey-Stoffe wie diesen brauchst du idealerweise eine Jersey-Nadel mit feiner abgerundeter Spitze. Bevor du loslegst, musst du noch deine passende Bordergröße ermitteln. Dafür nimmst du einmal deine Maße und schaust auf der Größentabelle auf dem Schnittbogen nach, welche Größe deinen Maßen entspricht. Dann schneidest oder kopierst du die Schnittteile 1 bis 6 entsprechend der Größe aus und legst sie nach dem Zuschneideplan auf den Stoff. Zusätzlich zeichnest du auch die in der Anleitung angegebenen Nahtzugaben an. Übertrage die Schnittkonturen der Schnittteile und alle notwendigen Markierungen. Zeichne den Rock nach den angegebenen Maßen direkt auf den Stoff. Die Nahtzugabe ist hier schon enthalten. Bevor du die Stecknadeln entfernst, musst du noch die Markierungen und Nahtlinien übertragen. Dafür legst du die zugeschnittenen Teile samt Papierschnittteil auf ein Stück Kopierpapier. Dann fährst du mit dem Kopierrädchen langsam und mit leichtem Druck entlang der Schnittkonturen und über die Markierungen. Noch mehr Infos zum Kopieren findest du auf der Verpackung. Die Besätze 4 und 5 schneiden wir zusätzlich aus aufbügelbarer Einlage aus. Dann bügelst du die Schnittteile aus Einlage auf die linke Stoffseite der passenden Teile. Zum Nähen verwenden wir heute die Nähmaschine Excellence 580 Plus von Elna. Zum Versäubern der Kanten kannst du den Overlock-Stich deiner Nähmaschine benutzen. Das schönste Ergebnis gibt es mit einer speziellen Overlock-Maschine. Falls deine Maschine das nicht kann, versäubere die Kanten einfach mit einem Zickzack-Stich. Beginne mit den Brustabnähern und falte sie jeweils so, dass die Abnäherlinien, die du zuvor übertragen hast, aufeinandertreffen. Die linke Seite des Stoffs ist außen. Stecke die Abnäher und steppe sie. Gehe dabei von der Kante aus bis zur Spitze. Beende das Steppen, indem du auf die Taste drückst, die die Fäden automatisch verknotet. Falls deine Maschine diese Funktion nicht hat, kannst du das auch einfach per Hand machen. Dann bügelst du die Abnäher nach unten. Nun zu den Schulternähten. Lege das Vorderteil rechts auf das Rückenteil und beachte dabei die Nahtzahl 1. Stecke die Schulterkanten aufeinander. Lege den vorderen Besatz rechts auf den rückwärtigen Besatz und beachte dabei die Nahtzahl 2. Steppe jeweils die Schulternähte am Kleid und am Besatz. Bügle alle Nahtzugaben auseinander, versäubere die Nahtzugaben einzeln und versäubere auch die äußere Besatzkante. Stecke den Besatz rechts auf den Halsausschnitt des Kleides. Die Schulternähte treffen aufeinander. Steppe sie dann aufeinander. Schneide die Zugaben auf 5 mm Breite zurück und schneide an den Rundungen bis dicht zur Stepplinie ein. Wende den Besatz nach innen und bügele den Rand des Halsausschnittes. Stecke den Besatz auf das Kleid oder hefte ihn fest. Zum Steppen kannst du hier die Nahtführung verwenden. Die musst du nur in die dafür vorgesehene Öffnung schieben. Stelle die Nahtführung 3 cm von der Nadel entfernt fest und steppe den Halsausschnitt anschließend ab. Falls es bei deiner Nähmaschine keine Nahtführung gibt, orientiere dich an der Kerbe deiner Steppplatte oder klebe dir einen Klebestreifen als Hilfslinie auf. Der nächste Schritt sind die Ärmel. Lege die Ärmel rechts auf die Armausschnitte. Stecke die Kanten aufeinander. Der obere Querstrich der Ärmelkugel trifft dabei auf die Schulternaht. Die Querstriche 3 von Vorderteil und Ärmel treffen aufeinander. Steppe dann die Ärmel fest, Nahtanfang und Ende sicherst du durch Rückstiche. Die Zugaben schneidest du auf 7 mm Breite zurück und versäuberst sie zusammengefasst. Auch die untere Ärmelkante wird versäubert. Bügle die Nahtzugaben in die Ärmel. Bügle dann an den unteren Ärmelkanten die Zugaben schon mal nach innen, dann hast du es später leichter.
Für die Ärmelnähte und Seitennähte, die fortlaufend zusammengesteppt werden, lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil. Stecke die Kanten aufeinander, die Armausschnittnähte treffen aufeinander. Dann steppst du ab Nahtzahl 4. Versäubere die Zugaben einzeln und bügel sie auseinander. Die bereits umgebügelten Ärmelsäume kannst du jetzt einfach feststecken. Entferne nun die Verlängerungsplatte der Nähmaschine. Steppe die Zugaben 1,2 cm von der Ärmelkante entfernt ab und lasse dabei eine Öffnung zum Einziehen des Gummibandes. Am besten in der Höhe der Naht. Sichere die Naht entweder mit der Funktion, die die Fäden verknotet, oder mit Rückstichen. Schneide dann das Gummiband in zwei gleich lange Teile und ziehe es mit Hilfe einer Sicherheitsnadel in den Tunnel an der unteren Ärmelkante ein. Prüfe bei einer Anprobe die Weite und achte darauf, dass das Band im Tunnel nicht gedreht ist. Lege die Enden aufeinander und nähe sie von Hand oder mit der Nähmaschine aufeinander. Steppe anschließend noch die Nahtöffnung zu. Jetzt sind die Taschenbeutel dran. Markiere auf deiner Rockbahn an einer Seitennaht einen ersten Querstrich, 15 cm ab der oberen Kante und einen zweiten 13 cm darunter. Markiere dann die gleichen Querstriche auf der anderen Seitennaht. Markiere auf der zweiten Rockbahn die Querstriche genauso. Stecke die Taschenbeutel zwischen den Querstrichen rechts auf den Rock und steppe sie fest. Sichere dabei die Naht mit ein paar Rückstichen. Bügle die Zugabe in den Taschenbeutel. Lege die Rockbahn rechts aufeinander und stecke die Seitennähte auf die Tascheneingriffsnähte. Steppe die Seitennähte und steppe dabei zuerst von der oberen Rockkante bis zum ersten Querstrich des Taschenbeutels. Sichere immer die Nahtenden wie gewohnt. Steppe dann weiter ab dem unteren Querstrich des Taschenbeutels bis zur unteren Rockkante. Sichere die Nahtenden wieder durch Rückstiche. Versäubere die Zugaben einzeln und bügel sie auseinander. Steppe die Taschenbeutel aufeinander, beginne und ende dabei am Tascheneingriff. Versäubere die Zugaben zusammengefasst und bügel die Taschenbeutel in eine Rockbahn. Dies ist dann deine vordere Rockbahn. Zum nächsten Schritt, die obere Rockkante wird eingereiht, steppe zwei parallele Linien, die eine 1,2 cm neben der Kante, die andere 5 mm neben der ersten Linie. Wähle eine große Sticheinstellung von ungefähr 4 mm. Beginne jeweils an einer Seitennaht und unterbreche das Steppen an der anderen Seitennaht. Lass die Fäden lang hängen. Halte dann die Unterfäden fest und schiebe den Rock so weit auf den Fäden zusammen, dass er sich kräuselt. Sobald der Rock an das Oberteil passt, verknote die Fäden und verteile die Weite gleichmäßig. Jetzt wird der Rock festgesteppt. Stecke den Rock rechts auf die untere Kante des Oberteils. Die Seitennähte treffen aufeinander. Steppe zwischen den Reihlinien. Versäubere die Zugabe zusammengefasst. Entferne anschließend den von außen sichtbaren Einreihfaden. Bügle die Naht nach oben, versäubere die untere Rockkante und bügle sie nach innen um. Stecke sie fest und setze wieder die Nahtführung ein. Steppe 3 cm breit von der Kante entfernt ab. Und schon ist dein neues Kleid fertig. Ganz easy, oder? Da fällt einem das Stylen ja fast noch leichter. Wir hoffen, du hattest Spaß beim Nähen und bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Nähen mit Burda.